Im Gemeindebereich Reuth bei Erbendorf war in den letzten Jahrzehnten das Wirtshaussterben bedrohlich. Entgegen diesem Trend ist ein Bauernehepaar erfolgreich ins Gastgewerbe eingestiegen. Aus einem dreiseitigen Bauerngehöft wurde eine beliebte Zeugelwirtschaft. Die Familie Käs von Röthenbach, Hausname Rechersiemer, hat seit 3 Jahren eine Zeugelwirtschaft eröffnet. Angefangen hat alles mit dem Partyraum des Sohnes Martin, der sich neben der Küche einen Raum mit Zapfanlage eingerichtet hatte. Diese gemütliche Stube sprach sich schnell bei Vereinen und Wandergruppen herum. Schon bald wurde erweitert und der Kuhstall in einen ansprechenden Gastraum umgestaltet. Bei der Ausgestaltung der Innenräume half der Reuter Künstler Erwin Otte mit originellen Ideen. Die Familie Käs schenkt speziell Zeugelbier aus, das aus Windisch-Eschenbach, einer Zeugelhochburg, kommt. Appetitliche Brotzeiten zum süffigen Bier locken immer mehr Gäste in die neue Zeugelwirtschaft. Dazu kommt das selbstgebackene Holzofenbrot, das die Familie selbst herstellt. Am Hofeingang steht der Backofen, den Sohn Martin eigenhändig gebaut hat. Der Landwirtschaftsmeister Hans Käs hat inzwischen alle Kühe verkauft, da eine Futtermittelallergie das Atmen immer schwerer machte. Lediglich einige Schafe sind als Rasenmäher auf dem Gehöft beim Rechersiemer im Einsatz. Die allseitige Beliebtheit dieser neuen Zeugelwirtschaft zeigt sich beim ersten Hoffest. Der Ansturm der Gäste aus nah und fern ist schon beim Mittagessen enorm. Schweinshaxen, Trustenbraten und Rindfleisch mit Creme stehen in der Beliebtheit ganz oben. Die Köchin Maria Käs, eine gelernte Hauswirtschafterin, ist stolz auf ihre neue und moderne Küche. Diese ist eine wertvolle Hilfe, um solch große Veranstaltungen zu bewältigen. Ja, super, danke.
In diesem Betrieb hat natürlich die Familie Käs alle Hände voll zu tun. Beim Rechersiemer helfen an Zeugl-Wochenenden alle Familienmitglieder zusammen. Familienfeste wie Hochzeiten, Geburtstage und Jubiläen werden gesellig beim Rechersiemer gefeiert. Der Terminkalender der Zeugl-Wirtschaft ist besonders an Wochenenden voll. Der Erfolg der Mundpropaganda hat selbst die Wirtsfamilie überrascht. Mit dem Mordstrom brand. Ich geh zum Kühlschrank, sonst komm ich um den Verstand. Ich mach die Tür auf, sieh, der Schrank ist leer. Ich bin verzweifelt, setz mich hier und dreh. Weil der Fisch springt mich um. Ja, ja, der Fisch springt mich um. Ja, ja, der Fisch springt mich um. Ich brauch ein Bier, sonst komm ich um. Am Zeuge und trink eine Flasche Bier. Auf einmal merk ich, ich bin komplett stier. Der Ober kommt, er legt meine auf. Ja Mann, ich brauch nicht anders, ich brauch noch die Sau. Der Dusch bringt mich um. Ja, ja, der Dusch bringt mich um. Ja, ja, der Dusch bringt mich um. Ich brauch ein Bier, sonst komm ich um. Vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband wurde diese Wirtschaft mit dem Schild Musikantenfreundliches Wirtshaus ausgezeichnet. Beim Zeugl ist Volksmusik Tradition. Musikgruppen der Umgebung haben hier eine Heimstätte. Einmal im Monat veranstaltet Edeltraut Frank das beliebte Sänger- und Musikantentreffen. Jeder darf mitmachen und mitsingen. Die Musiker kommen gern zum Rechersiemer. Der Wirt spendiert jedem eine Maß Zeugelbier. Und 13 Mäule Lauma hom und lauter Schöne, weil wenn der Teufel Dutzend holt, Schölbe möchte ich wieder sein, ich fühle mich geborgen und deshalb kann ich jetzt verstehen, ja Kind sein ist so schön. Ja. Schwarzer Am, 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 am
Umstellung vom Oberpfälzer Bauernhof zur originellen Zeugelwirtschaft ist der Familie Käs glänzend gelungen.